Stars. Hast du eine Einladung von mir bekommen? Ich habe gerade was gehört. Okay, gut. Also. Ich weiß nicht, ob das Einladen funktioniert hat, nämlich deswegen. Ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt zweit hinkriegen. Das will ich jetzt gerade herausfinden. Warte, 1, 2, 3. Könntest mit 16 Leuten spielen? Das ist krank. Ja, es gibt auch Multiplayer. Also Halo hat auch Multiplayer und nicht nur Kampagne. Also ein Team Deathmatch und so ein Scheiß. Kannst du vielleicht mal kurz den bei What's in meinen Streamer gesehen? Ob Handy oder? Ah, okay, es läuft. Das ist geil. Es läuft? Ja, es läuft. Gut. Warte, ich höre mal mit in den Ton rein. Oh, ich höre das mit. Test, hallo? Test, ja, ich höre dich. Ja, kommt doch gut rüber. Ja. Ich voll geil. Gut. Gut, dann werde ich das nebenbei anmachen. Also nicht unseren Ton oder einfach nur auf Pause, damit man den Chat sehen kann. Und du guckst, wie man jetzt in Koop reingehen kann. Ja, ich habe dir eine Einladung eigentlich schon geschickt, glaube ich. Ja, ich bin drin. Du bist bei mir drin? Bei mir steht, du bist Spielsitzungsleiter, also ich bin bei dir drin. Oh, okay, gut, das wird bei mir nur oben rechts nicht angezeigt, sondern wirklich nur bei meinen Spielsitzungen, da muss ich aufmachen. Spielen die Mission von Anfang an. Wir spielen auf normal, oder? Ja. Ja. Das ist aber jetzt auch dein allererstes Mal Halo, oder? Ja, also ich habe jetzt halt, wie gesagt, die erste oder zwei Missionen von Halo Reach jetzt mal gespielt, kurz vorher. Aber sonst war's das. Okay. So, dann habe ich es mal auf Twitter gepostet. Ich warte jetzt, bis du irgendwas drückst. Ja, ich versuche das gerade irgendwie anzukriegen. Weil irgendwie will er das hier nicht starten. Muss ich auch auf A drücken? Weiß ich nicht, was hast du denn gemacht? Keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Kampagne. Achso, insgesamt getötete Feinde. Ich bin voll krass, ich habe 0 getötete Feinde. Ja, unfassbar. Ich finde mal heraus, wie man das starten kann. Jetzt da kann man ja auch nicht zu zweit spielen, genau das Ding. Doch, genau das wurde ja gesagt, dass man das in mehr Spieler spielen kann. Halo Reach. Koop. Kampagne Koop da. Muss eingeben, Online-Koop. Vor allem im Stream wird ja unten links das Ding noch nicht mal angezeigt. Das ist ja auch voll nice. Geil. Wird sie halt wohl nur ich. Das ist mega. Wenn ich das vielleicht über Mission wählen mache, das sieht vielleicht sogar richtig aus. Also dann auf jeden Fall die erste und normal. Wedel. Achso, das sind solche extra Challenge, die brauchen wir dran. So gut sind wir auch noch nicht. Oh, sorry, wenn ich mir öfters nicht sag. Ich habe mich eben beim Essen verschluckt. Muss irgendwie gefühlt jede 3 Minuten husten. Ja gut, ich habe 2 Missionen schon geschafft auf normal Solo. Also. Aber die müssen wir machen. Ja, die machen wir jetzt ja auch nochmal. Wir fangen ja ganz von vorne an. Denke ich mal. Ja, das ist ganz von vorne. Das müsste jetzt klappen. Jetzt müssen wir bei dir starten, ne? Ja, es startet. Kampagne willkommen auf Reach. I'm ready. Erfolg freigeschaltet. Bam. Ich hab gar nichts. Schande. Go for it. Hallo Flo. Verstehst du was? Hallo Flo? Ich muss eigentlich jeden, der reinkommt, Halo sagen. Halo Flo! Okay, dann mach ich das jetzt so. Dann sag ich immer noch Halo. Oh Gott, ey.
Vielleicht reachst du ja so zu deinen Zuschauern aus. Oh mein Gott. Das hast du jetzt nicht wirklich gebracht. Oh, ich fand den gut. Ja. Ich fand den gut, ich darf das. Oha, ein PNG-Schädel. Ich finde die Gegend ja so geil wieder aus. Reach. Also das spielt ja vor den Halo-Teilen, soweit ich das mitbekommen habe, vor den Hauptteilen. Ja, spielen wir es jetzt quasi in der richtigen Reihenfolge. Also nicht in der Release-Reihenfolge, sondern in der chronologischen Story-Reihenfolge, soweit ich weiß. Ja. Hm? Also Flo, wenn du hier mit zuguckst, dann sag mal, ob alles so funktionieren sollte. Wenn nicht, dann sag uns bitte Bescheid. Aber wenn er schlecht spielt, dann muss er nicht Bescheid sagen. Warum sieht die Gegend so ein bisschen leer aus? Es ist halt auch recht alt. Gestern um 2600 ist jeglicher Kontakt zum Wiesegrad-Relais abgebrochen. Ich also das ist halt auch alte Grafik und so weiter. Die seitdem vermisst werden. Und jetzt schicken sie uns. Der militärische Nachrichtendienst hält den Einsatz eines Spartan-Teams für eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Ich aber nicht. Commander? Das ist also die neue Nummer 6. Cat, kennst du seine Akte? Nur das, was nicht geschwärzt war. Hat sich schon jemand bekannt, Sir? Der MND hält es für lokale Aufstände. Vor 5 Monaten haben sie auf Harmony ein Relais beschossen, um unsere Augen und Ohren auszuschalten. Und dann 2 Frachter geklaut. Das darf hier nicht passieren. Reach ist zu wertvoll. Reparieren Sie das Relais, Noble 1. Sir, so gut wie erledigt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Holland aus. Lieutenant. Commander, Sir. Ich bin Carter, der Chef des Noble-Teams. Kate ist die 2, Emil und George 4 und 5. 6, Sie kommen bei mir mit. Um ehrlich zu sein, Sie treten in Fußstapfen, Lieutenant, die der Rest des Trupps lieber unberührt lassen würde. Ich bin einfach froh, Noble wieder komplett zu haben. Eins noch, ich kenne Ihre Akte, auch das vom MND zensierte. Ihre Fähigkeiten werden uns sicher nützen. Aber wir sind ein Team. Also, keine Einzelaktionen mehr. Klar? Verstanden, Sir. Willkommen auf Reach. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das Spiel ist ja schon 10 Jahre alt. Ja, deswegen. Es ist halt nicht nur, die ganzen Helden sind nicht die neuesten. Aber immerhin kann man es im Koop spielen. Ja. Ich meine, das kriegt ja Nintendo heutzutage noch nicht mal hin. Nintendo kriegt allgemein nicht viel mit Multiplayer oder Online-Features hin. Ey, noch mal ein Erfolg. Ich krieg gar nichts. Nicht? Oh, jetzt habe ich auch was gehört. Ja, ich wollte gerade sagen. Achso, ja, vom PC aus. Oh. Super. Ich glaube, durch den Stream werden mir die Folge ausgeblendet. Oh, aufgepasst, Oberteam. Es geht um eine defekte Relaisstation, 50 Kilometer von Wiesegrad entfernt. Auf. Und dann wird Cat sie reparieren. Ich krieg's aber mein Handy geschickt alle. Kannst kaum erwarten. Ah, wait. Sir, warum sollten Rebellen Reach kommunikationsfähig machen wollen? Vielleicht kannst du ja fragen, George. Commander, kein Signal zum Hauptquartier mehr. Alternative Kanäle? Suche? Vielleicht haben wir klar, wo das ausgestellt wird, weil so auf Xbox habe ich noch gar nichts bekommen. Ihr habt's gehört. Funkloch bestätigt. Naja, dann Ausflug ohne Kommando. Overlay abgeschaltet, ne? Ich bin jetzt schon einfach. Abgeschaltet? Was? Du hast doch irgendwie gesagt, dass irgendein Overlay abgeschaltet ist. Nein? Nee? Okay, gut. Naja, sind vielleicht in allgemein alle Benachrichtigungen ausgestellt, wenn du im Stream bist. Aber auch so, wenn wir Sea of Thieves gespielt haben, habe ich keine Errungenschaften bekommen. Das Spiel ist zu laut, beziehungsweise du bist zu leise, plus bei dir ist ein Rauschen, wenn du sprichst. Plus der Ton deines Kumpels ist eine Katastrophe. Ja, Sir. Ja, das liegt wahrscheinlich am Mikro. Bleib konzentriert. Das sind alte Sektoren. Notrufsignal empfangen. Also bei mir ist ein Rauschen, wenn ich spreche. Ja, ich nutze ja auch nicht das Mikrofon, das ich am PC benutze. Das kommt erstens von einem vermissten Soldaten. Das von André, ja. Setzen Sie uns dort ab. Da kann ich auch gerade leider dein nicht Ton viel machen.
Ich hoffe, es ist erträglich, Flo. Ich guck mal für die nächsten Streams, wie man dort ändern kann. John, behalte den Himmel im Auge, Sir. Aber du sagst, du spielst zu laut. Das kann ich nur abändern. Ein Spiel rausgetappt. Oh. So, jetzt aber. Jetzt stehe ich hier. Moment. Mal reinhören. Sieht von hier frei aus. Ich höre mal eben mit rein. Hallo? Hallo? Mal am PC habe ich irgendwie. Ah, natürlich höre ich nichts. So, jetzt sag du mal was, ich krieg Schaden. Du kriegst echt Schaden, Friendly Fire ist aktiv, okay? Scheiße. Okay, also dein Ton kommt ein bisschen abgehakt. Meiner, ich finde, mein Ton hört sich gar nicht mehr so schlimm an. Okay. Ja, kann man nicht sprinten? Doch, kannst du eigentlich. Okay, mit X. Du musst mal mehr sagen. Wie kann man denn deinen Ton jetzt verbessern? Das ist. Ich weiß ja nicht, ob ich abgehackt bin wegen meinem Headset oder ob es wegen, dass es über Party ist, läuft. Also ich höre dich gerade perfekt. Okay. Dann das kann es ja eigentlich nicht wirklich mein Headset oder so sein. Das ist dann halt eher was am Stream, oder nicht? Wenn du mich halt ja, schon selbst gut hörst. Vielleicht habe ich die Bitrate zu niedrig eingestellt. Du, damit kenne ich mich nicht, was ist dein dein Ding. Das Gegner? Nee, das sind unsere. Nein. Negativ. Boah, ich muss das Ding ein bisschen schneller stellen. Wo sind dann die Soldaten? 4. Danke. Blickbeschleunigung, oder? Sprengstoffrückstände. Noble 3. Irgendwelche Rückstände im Gebiet? Was ist bei dir so okay, wie das eingestellt ist? Negativ, Sir. Plasma vielleicht? Unmöglich. Nicht auf Reach. Das blutet. Und nicht wenig. Hallo? Okay, hallo? Noble. Was denn? Hier ist wohl nichts. Ist ja bei dir alles so gut, wie du es eingestellt hast? Von der Steuerung her meinst du, oder was meinst du? Ja, mit Geschwindigkeit. Ja, damit komme ich zurecht. Ich kann eigentlich noch ein, zwei hoch machen zum Testen, aber. Wir müssen uns ja nicht groß ankündigen. Das reicht aber eigentlich bei mir alles. Okay, mit Y wechseln zu Primärwaffe. Ne, Sekundär. Also Allgemeinwaffenwechsel, ja. Na gut. Nachladen machst du mit dem Right-Button. Okay. Ah, das ist ein Chocobo! Chocobo. Du bist mehr als ein Chocobo. Fuck die Chocobos. Ach, Nahkampf ist übrigens B. Ja, hätte ich vielleicht auch benutzen können, anstatt meine Waffe ja zu verswenden. Aber ich werde mal gucken, ob ich beim nächsten Mal das LAN-Kabel mit an die Xbox anschließe. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser. Vielleicht? Vielleicht lädt er noch die Spiele ein bisschen schneller runter, auch wenn er jetzt schon verdammt schnell ist mit dem Runterladen. Bei mir geht eigentlich auch recht fix. Ich habe auch eine gute Leitung. Na, vor allem. Ja, gut. Halo hat jetzt quasi den ganzen Tag gebraucht. Echt? Okay. Weil ich war natürlich nachts mal wieder so blöd. Und ja, das war schlau von dir. Auch eben schon wieder. Ich wollte mir eigentlich, während ich noch die Praxisstunden habe, mir Automata runterladen. Und das mache ich. Ich mach mal wieder den ganzen Strom aus. Ja. Lädt er eigentlich jetzt auch mir Automata weiter runter? Ja, müsste er eigentlich. Ist aber ein bisschen wahrscheinlich runtergepegelt. Microsoft Store wird aktualisiert. Und super. Okay, auch. Danke, Xbox. Du bist top. Ja, die Store brauchst du halt auch. Bringt sie wieder rein. Mach mal Untertitel an. Ja, das ist eine gute Idee. Kann ich auch mal machen. Oh. Bitte sag mir, dass das überhaupt geht. Geht eigentlich schon. Sollte eigentlich gehen. Gameplay, Multiplayer, Timer, Namensgegner. Installierte Spiele ändern, okay. Untertitel, automatisch Standard habe ich bei mir an.
Oder einen kann ich auch machen. Bei Audio. Einstellung Audio. Okay. Ein Multiplayer Soundeffekte überarbeitet. Okay. Und du rennst einfach schon 3 Kilometer voraus. Ja, ich geh zum Quest. Guck, aber warum wir. Wir werden einfach immer nur ein paar Sekunden sprinten kann. Oh, das ist so. Kotzen. Nee. Ja, du musst ja auch nicht viel sprinten. Verdammt. Commander, was haben Sie vorgefunden? Over. Militärverluste. 2 der vermissten Soldaten. Oh, da eines von ihnen aufgespießt. An dem Garderobenhaken. Ja. Lecker. Also wir sind hier bei Halo, ne? Ich erkläre die Etikette bei Halo. Guck mich an. Erste Etikette bei Halo. Wenn du einen Gegner besiegt hast. Die Bang. Achso. Ja, gut. Das ist Halo-Etikette. Gibt sich auch einen Achievement dafür, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Was war das denn? Vielleicht im Multiplayer. Siehst du irgendwas? Negativ. Nichts auf dem Wärmebild. Ich will immer den Stick reindrücken zum Sprinten. Bewegung vor ihrem Gebäude. Nach Westen vorrücken, Noble 2. Wir werden flankiert. Verflucht, Allianz! Angriff, Angriff! Muss man überlegen, das können wir jetzt mit 16 Leuten spielen. Immer noch halt im Multiplayer, ne? Also nicht im Koop, ja. Ja. Achso, das ist jetzt nur der Koop. Das ist die Kampagne-Koop. Die geht bis zu 4, glaube ich. Aber der Multiplayer halt mit Team Deathmatch und solchen Modis geht halt bis 16. Okay, mit ZL kannst du Granaten werfen. Mhm. Und eine neue Waffe. Geht doch. Ich mag das Zielen hiermit nicht. Okay. Ah, gedrückt halten zum Wechseln. Oh, ich habe eine neue Waffe. Loslassen. Okay. Bitte laden. Wo was wurde laden kann. Waffe macht Bumm. Viel Bumm. Nee, ich will meine andere Waffe wieder haben. Dann geh wieder zurück und such sie. Falken kommt zur Unterstützung. Such. Nein. Ja. Nein, das ist auch eine andere. Wow. Oh, die gefällt mir aber. Star Wars Musik einführen. Ich kann das Spotify anschmeißen, aber ich glaube, das ist mit dem Stream da nicht so geil, wenn du Star Wars Musik spielst. Nee. Vor allem jetzt, wo Disney da auch noch Hand im Spiel hat. Keine Munition mehr. Danke! Ja, du musst halt, wenn du da eine andere Waffe hast, musst du halt auch versuchen, Munition zu finden, ne? Deine Startwaffe hat viel Munition bekommen, die anderen glaube ich nicht unbedingt. Meine Stadtwaffe habe ich nicht mehr. Ja, dann musst du halt ein bisschen hier die Gegner absammeln. Kann ich die nochmal looten? Ich glaub das einfach. Das müsstest du eigentlich, wenn du über eine Waffe aufläufst, die Munition aufsammeln. Verstanden, Sohn. Kümmern uns drum. Immer noch keine Munition mehr. Dann sammeln eine andere Waffe einfach ein. Ja, aber diese Aufladwaffe ist scheiße. Oh. Dann nutzt deine Pistole. Mag ich auch. Dann mag ich wenigstens aufladen. Schießen. Hat ein geiles Fadenkreuz. Oh shit. Noch eine Trophäe. Okay. Oh, der Gegner hat eben so geleuchtet. Kann ich ja auch einen Finisher reinmachen wie. Nö, nicht, dass ich wüsste. Schade. Also den Kopf zerschmettern, die Augen rausreißen. Ja. Mein Energieschild ist inaktiv. Da sollte ich dann abwarten.
Ah, okay, der lädt sich wieder auf. Ja, der sitzt halt ein Schild wie ein Borderlander. Ne? Ja, dann erzähl mal. Chocobo. Wie war deine Fahrstunde? Warte, erst mal den Chocobo töten. Oh. Vergiss denn noch mehr? Denk an deine Munition, ne? Ab 22 Schüsse reichen noch. Ja. Die erste Fahrstunde? Ich bin ja wirklich mit Angst reingegangen. Ja. Und ja, dann war es eigentlich doch recht chillig, weil ich musste wirklich nur Dings nutzen. Lenkrad. Ja. Und hinten im Auto saß noch eine. Los geht's. Die hatte wohl davor gehabt los. Oder ist okay. Mit hier nach willst links du gezogen. Fahren? Egal, ich fahre einfach. Okay. Dann kannst du währenddessen schießen und ich erzähle. Ja. Ja, und dann sollte ich halt erstmal das Lenkrad Chocobo überfahren. Oh Gott. Au. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Jurassic Park. Ja, sind wir erstmal ein bisschen rumgefahren. Ins nächste Dorf rein, durch enge Straßen. Mhm. Dann soll ich nach der Zeit selber mal Gas geben. Ja, und dann lief das doch. Quasi für heute. Ja. Und morgen, also direkt für morgen um 14 Uhr den nächsten Termin gesetzt. Und Donnerstag habe ich noch einen Termin. Ja, guck mal. Haben wir überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung, wo müssen wir überhaupt hin? Okay. Haben wir eine Karte oder so? An dich haben wir halt unten die Map da, also das Radar. Ja, die sagt auch voll viel aus. Aber hier kommen Gegner, also ich glaube, hier sind die beiden Gegner. Mayday, 3 Charlie 6, hört mich jemand? Guck mal, hier hin, glaube ich, hier sind die. Bist du sicher? Sofortige Evakuierung nötig. Wir kommen hier nicht mehr weg. Verstanden, Commander. Ich versuch's. Falcon Charlie 2 zurück, auf Position bleiben. Du kommst da nicht mehr weg. Aua, aua. Du, wir brauchen das Auto noch. Entschuldigung, kann ich ja nichts für. Ich hab meinen Führerschein noch nicht. Ja, wow, und du wolltest dann Lenkrad. Ja, ich hab meinen Führerschein noch nicht. Aber erstmal lenken wollen. Ah, Kontrollpunkt. Ja. Nachschub. Oh, danke schön. Transport auf Distanz bleiben. Nachschub. Ach, das ist eine andere Waffe, ja. Landezone freimachen. Spartans. Das ist eine Waffe weg, zum gedrückt halten. Achso. Die Allianz. Wissen wir, Corporal. Holen wir sie hier raus. Lol. Ernsthaft, man kann das. Oh. Das ist ein Ziel wieder. Freundbeschuss. Oh, stopp. Wie soll man. Kann man das benutzen? Ah, okay. Echt, das Ding rein. Ja. Pistole. Ich bin nett. Oh Gott, scheiße. Übrigens, ich habe auch eben mal bei Sea of Thieves reingeguckt. Ja. Für eine Errungenschaft geschafft brauchen wir insgesamt 20 Schätze an Bord. Oh, geil. Also, das überleben wir ja nicht. Entweder haben wir Glück und es spielt ja in dem Moment echt keiner. Ja, das machen wir um 3 Uhr morgens. Dann machen wir morgen. Dann muss man das alle abgeben oder einfach nur hat man so viele Schätze an Bord? Ich glaube einfach alle an Bord haben und jetzt ja, das kriegen wir hin. Sicher? Also Geld kriegen klar, wir dafür so nicht, Schätze aber das kriegen wir hin. Aktuelles Ziel erreicht. Ich will noch mal kurz in den Stream rein. Verstanden. Transport kommt. Relaisstation aktivieren. Mal gucken, wo war denn das? Relaisstation aktivieren. Mal gucken, wo war denn das? Oh, hast du das auch gerade gehört? Ein bisschen, ja. Deiner kommt so leicht verhakt an. Das ist komisch. Ja, aber bei dir kommt der normal an, oder? Ja, aber ich bin wohl auch ein bisschen laut. Okay, dann ist die Streamqualität vielleicht nicht die beste.
Bestätigt. Tür ist verschlossen. Mit Sprengzünder versehen. Du bist eigentlich auch in dem Helipad gerade, ne? Ja, bin nicht drum, dass die losgeflogen ist. Ich sitze rechts. Also ich bin auf der rechten Seite. Ja, guck mal, haben wir gut geregelt. Ziele. Wir nähern uns der Relaisstation. Setzen Sie uns im Hof ab. Landezone ist recht heiß, Sir. Vorwärts. Hier. Sechs. Weiter geht's. Ja, Spieler 3 und 4 werden wahrscheinlich die anderen Plätze übernehmen. Was für eine Waffe hast du denn? Okay. Was hat's denn für ein? Ich weiß halt nicht, welche du hattest. Wenn du die Sniper meinst, ich hab meine Sniper noch. Dauert doch etwas länger, Commander. In etwa zur Hälfte durch die Tür. Okay. Hier liegt aber bestimmt noch eine irgendwo wieder. Wow. Nee, das ist ein Fernglas. Wenn du das meinst. Halo ist halt so, du hast nicht viele Visierwaffen. Nur halt bei Scharfschützenwaffen zum Beispiel. Das ist halt das Spielziel, also der Waffenstil von Halo. Das weiß ich nicht, habe ich nicht gespielt. Aber das hatte Halo schon von Anfang an, das war schon immer so. Auch ähnlich wie Doom halt zum Beispiel. War halt früher so. Und Halo hat jetzt die beibehalten. Und an dich finde ich das System auch gar nicht scheiße. Fällt mir. Ja, kommt drauf an, wie alt die Shooter halt sind, ne? Und Halo ist halt wirklich, das war schon immer so. Oh shit. Muss hier auch rein. Ja? Bei mir steht Watt auf andere Spieler. Okay, man hat vielleicht gerade ein Internet-Lag. Bewegen soll, sagt das doch. Ja, hier sind nochmal die Waffen, falls du die haben willst. Ich sehe nichts. Noble 6, Nachtsicht einschalten. Der Kontrollraum. Vorsicht. Schön, ne? Noble 6, durchsuche ihn. Wo ist der Rest Ihrer Einheit? Wir wurden getrennt. Es klang nicht gut über Funk. Okay, Corporal. Nicht bewegen. Wir holen einen Militärarzt. Mist. Plasmaschäden. Shit. Hier ist etwas. Das nehme ich, 6. Nicht Ihr Bereich. Wer hier lebt noch? Na komm, raus mit dir. Minion innen. Nee. Ist schon gut. Wir tun dir nichts. George, hat sie. Halt still. Dann lass ich los. Echt nicht, bei mir werden sie. Statusbericht bitte. Wir werden angegriffen. Geile Waffe. Ah!
Jetzt entkommt. Er bitte Erlaubnis zur Verfolgung. Verweigern. Bleib am Eingang, 4. 2, kümmere dich um sie. 5 und 6, raus. Wieder verfolgen. Die kriegst du an, wenn du den an der Schildhalterung anschießt. Links ist eine kleine Kerbe von meinem Schild. Siehst du das? Da oder die Beine, dann machen sie das Schild weg. Aber dann taumeln die kurz ein bisschen, wenn du das hast. Ist eigentlich recht gegeben. Geh halt hier manchmal hier und da andere eine Waffe, damit du auf jeden Fall auch nicht ohne Munition bist. Hier ist wieder. Ne, das ist die andere, okay. Attacke! Da sind noch mehr. Scheiß sie raus, ich geb Deckung. Direkter Treffer! Genau da! Oh Mann. Von denen darf ich die übrigens nicht treffen lassen. Ja, das dachte ich mir. Komm her, Bruder. Bruder, gib dir. Ja, hab ich mir geschnappt. Noble 5 hier. Ziele neutralisiert. Helft Cat mit einem Verteiler. Kommt danach wieder her. So, aktivieren. Wie lange? Die Frage meines Lebens. Die Station läuft frühestens in 2 Wochen wieder. Das sind Plasmaschäden. Alle wichtigen Ablenkkomponenten sind durchgeschmort. Wir haben keine 2 Minuten. Deshalb zapfe ich die Überlandleitung an und verbinde direkt mit Colonel Holland. Sie stehen mir im Licht, Commander. Finde raus, was sie weiß. Wie heißt du? Wohnst du hier? Arnevan George. Shara. Shara, Sepp Potterosadnev. Dein Dialekt kommt mir bekannt vor. Sopron? Dangari. Ein Freund? Vater. Scheine, Lord. Tut mir leid. Warum sollte es? Der Große vergisst manchmal, was er ist. Sie hat ihren Vater verloren. Sie muss in psychiatrische Behandlung. Da ist sie nicht die Einzige. Hört auf, alle beide. Lasst sie frei. Der Vater bleibt hier. Danke, Sir. Signal. Es ist nicht konstant, aber vorhanden. Das reicht mir. Am besten nichts anfassen, sonst kommt es zur Entladung. Ich kann Sie kaum hören. Statusbericht, over. Colonel, Noble 1 hier. Keine Rebellen. Die Allianz ist auf Reach. Bestätigen Sie. Wie bitte, Noble 1? Die Allianz? Positiv. Notfallplan Winter ist in Kraft. Möge Gott uns beistehen. Möge Gott uns beistehen. Ja? Ja.
Ja. Jo. Achtung, Kilo 3-3 und Kilo 3-4, Ihre Landezone ist zu heiß. Verstanden. Dort, bereithalten zum Empfang. Ja, Commander. Koordinaten erhalten. Sofortige Kurskorrektur eingeleitet. Die Schwertbasis des militärischen Nachrichtendienstes wird von einem Allianzschiff der Corvette-Klasse belagert. Orbitalmunition ist gegenwärtig aufgrund der Sensibilität dieser Einrichtung verboten. Leider konnte ich keine relevanten Daten zu feindlichen Truppen abrufen, doch die Verteidigung der Basis ist ungenügend. Der MND hat um den Eingriff des Noble Teams und dessen Hilfe bei der Sicherung der Schwertbasis gebeten. Okay, Leute. Das Schiff hat mir noch eine Weile am Hals. Kümmern wir uns um die Infanterie. Helft den Soldaten. Cat 6, los raus. George, Emil, macht euch bereit. Los geht's, Lieutenant. Ja, wir landen gleich. Cat 6, Angriff auf Schwertbasis zurückdrängen. Findet raus, womit wir es zu tun haben. Roger. Das ist auch ein neues Kapitel. Spartans, Feind im Norden. Schlagen Sie ein paar Köpfe ein. Hast du jetzt Twitch gekriegt? Bist du noch da? Wir haben Feindkontakt, Spartans. Ah, das ist schlau. Ja. Nimm die Beine in die Hand. Oh, ja gut. Dann zum nächsten Mal einfach raussuchen wahrscheinlich, ne? Ich kann ja eh nicht so ewig lange. Oder mit meinen Lichtlichen heute noch. Das weiß ich auch nicht. Gehen Sie zum Haupttor im Osten. Ich briefe Sie auf dem Weg. Schwertzentrale, sehe Zielsuche. Gibt es Artillerieunterstützung im Gebiet? Was weißt du? Begrenzt, aber wir priorisieren für Sie, Mann. Oh, oh. Okay. Das lief gut. Ach so. Ja. Ich will sprinten. 3 Echo 5-7 kommt zurück zur Basis, aber wir werden verfolgt! Das ist eine Art Schild, ja, eine Panzerungsstütze, wie ich das sehe. Ich glaube, das ist nicht so relevant, weil ich will meinen Sprint behalten. Ja, gegen Panzer ist es wahrscheinlich recht hilfreich. Naja, du hattest ja gerade irgendwas anderes gesetzt, oder? Oh. Okay. Hast du jetzt übernommen? Kannst du jetzt wegballen den anderen? Wow.
Du bist so voll da. Geil. Ich sitz da drauf und steuer den, du wirfst eine Granate da rein. Ballerst mich weg mit dem Panzer und dann steht. Und was steht denn jetzt hier auf mir, auf meinem Spiel? Spieler entfernt, die wurden von Lonely betrogen. Ich, um den Spieler ein Spiel zu werfen. Geil. Ich hole ein Panzer. Ja, die meiner. Also ich habe mir das Geschütz gerade geholt. Ich muss ja gucken, wo man normal reinkommt. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt ist mein. Du gönnst mir nicht meinen Panzer. Ja, der musste sein. Ich bin am Geschütz. Hey, Spartans. Über die Anlage der alten Kerrigan-Station könnten wir wieder Kontakt zum Kommando. Ja, dann nehme ich ihn wieder, mein Panzer. Die Luftwehrbasis hat eine Flakbatterie, die den Luftraum frei hält. Nee, warte, ich komme mit rein. Ich will, das Auto ist nämlich schneller. Da komme ich das nie hinterher. Da, fahr los. Oh Gott. Okay, jetzt zur Kanone. Ich mache Gas da einfach nicht, ich bin alt. Garim hatte zu viele. Stimmt, das ist ein All-Terrain-Ding, oder? Soll ich dich jetzt rauswerfen? Nein! Nein, das ist einfach nur Respawn. Nein, du fährst. Und die Wände fahren. Ich glaub... Oh. Los, suchen wir einen Generator. Ja, ist eine alte Steuerung. Ja, so gut ist das Auto auch nicht. Ja? Du bist zu... Oh, okay. Ja, das braucht dann bei mir, wenn ein sicheres Gebiet zu mir los ist. Ja, das finde ich gut. Und wo ballern die denn? Ja. So. Welches Ding? Achso, wird schon da, ja, das ist gut. Ja.
Hat aktiviert. Zentrale hier. Dachten, sie bräuchten etwas mobile Feuerkraft. Ja, danke, die brauchen wir. Ja. Elias Mütze ist geschützt. Oder war noch nicht jemand anders irgendwie mit? Ey. Ne, warte mal, von hier kamen wir, ne? Ja, dann nicht hier lang. Kontrollpunkt erledigt. Also Marker wären wirklich nett gewesen, ja, aber man findet schon. Oh oh. Spartan-Team, wann kommt die Flugabwehrkanone an? Sind unterwegs. Auf geht's, Sex. Wir sind unterwegs. Ah, ich renne schon. Ja, natürlich. Ich kann doch gut fahren. Registriere eine Energiequelle. Wir sind nah an der. Ich bin nicht nur gut mit einem Schiff, ich kann auch mit dem Auto gut um. Hier nicht mehr. Das finde ich so witzig. Tolles Spiel, tolles Spiel. Na, von der KI kannst du auch nicht viel erwarten. Das steigt doch ab. Korvette geht in Position. Cat, Sex, komm schnell her. Wir treffen uns drinnen. Oh.
Also als ich das erste Mal ein bisschen alleine gespielt hatte, konnte er, also habe ich den NPC fahren lassen. Der fuhr mich immer zum Questobjekt. Ach, schön. Ich hoffe, wir werden mit dem Spiel richtig viel Spaß haben. Ja. Ich hab sie einfach gemacht. Wir stecken im Turmatrium fest. Cat, wo seid ihr? Jetzt werde ich schon zum dritten Mal gefragt, ob ich mich rauskicken will. Irgendwann sage ich ja. Ich muss jetzt einfach das Tor einkriegen. Fühlst du dir denn nicht auf? Ich hab jetzt ja noch keine Munitionprobleme. Ja, hier wird immer noch überall gut Sachen, die Munition lassen. Ja, ich meine auch nicht nur die, auch hier bei dem Lager sind immer wieder neue Munitionsbehälter. Ich hatte bisher noch kein Anti-Munitionproblem. Oh, die sehen gefährlicher aus. Ja, die sehen nicht mehr gefährlich aus. Ja. Okay. Der hat mich mitgenommen. Gebiet nicht sicher. Den würde ich nicht im Nahkampf begegnen. Ja. Aber da brauchst du wieder mehr Munition. Wenn du respawnt wirst, kriegst du auch sowas. Geschoss ausschalten. Das Brust zu groß. Ich bin gespannt, ob ich die Spiele auch steigern immer nach und nach. Von der KI. Oder ob es Questmarker gibt. 6, die Ohren hinter mir. George, sorg dafür, dass er auch ankommt. Auf jeden Fall. Wäre geil, wenn die KI immer noch gescheitert wäre. So hast du auch nicht geschossen. Ja, mit Grün würde ich nicht drauf ballern. Ja.
Ziel ist beeinträchtigt. Die kleinen Dinge zu angetreten. Wir sind schon auf dem Weg. Cool, ich hab ein Glas. Ich werfe eine Granate, die fliegt, läuft dagegen. Ja, ich komme in den sicheren Bereich. Musst du weniger sterben. Cool. Cool. Ich sehe schon, du hast richtig Spaß mit dem Spiel. Ich glaube aber, Halo-Kampagnen sind nicht wirklich lang gewesen. Eigentlich immer recht fix. Kann gut sein, ja. Aber ich hab's halt auch nicht gespielt, das kann ich dir auch nicht genau sagen, ne? Treten in Aktion. Die orbitale Verteidigung ist schussbereit. Bam. Schön, oder? Jemand sollte ein Foto machen. Übrigens gut gemacht. Immer gerne. 5-6 in den Forschungsflügel. Dr. Halsey ruft zur Nachbesprechung. Der Befehl wurde bereits erteilt. Wie bitte? Haben Sie Halsey gesagt? Genau. Okay, sind auf dem Weg. Da brauche ich keinen Befehl. Ich gehöre schon mein halbes Leben. Angefordert, Commander. Ich brauche keinen Bericht über Dinge, die vor meiner Haustür stattfinden. Ich möchte von Ihnen einen detaillierten Bericht zu Ihrem letzten Einsatz. George, es ist so lange her. Mom? Was hast du meiner Panzerung angetan? Nur ein paar Ergänzungen. Aha. Visegrad Relais. Das Datenzentrum gehörte einem meiner Xenoarchäologen, Professor Laszlo Sorvat. Vielleicht können Sie seinen Tod aufklären. Männlicher Zivilist, Mitte 60, starb mit einem Partikelschwert der Allianz im Bauch. Eliten also. Uns haben sie auch angegriffen. Kurz nachdem wir die Tochter ihres Forschers fanden. Sie hatte sich in... Irrelevant.
Die Eliten. Erzähl mir mehr über sie. Drei. Zelotenklasse. Einer ist entkommen. Sah wie ihr Anführer aus. Zeloten? Ganz sicher? Panzerung stimmt überein. Schildstärke auch. Ich habe befohlen, ihn nicht zu verfolgen. Unser Primärziel war die Reparatur des Relais der Station. Primärziel? Commander, sind Sie eine Marionette oder ein Spartan? Ma'am? Einige beim MND glauben, so wie ich, dass die Allianz Eliten Spätrupps schickt, um für ihre Religion wertvolle Artefakte zu sammeln. Laut Berichten von Überlebenden sind diese Trupps klein, wendig und fast immer Zelotenklasse. Sie kamen zweifelsohne zur Station wegen der dort gespeicherten MND-Ausgrabungsdaten. Und sie haben sie entkommen lassen. Datensicherung gehörte nicht zur Anweisung. Und wir hatten auch andere, dringendere Verpflichtungen. Wie den Planeten zu warnen. Professor Sorwarts letzter Forschungseintrag bezog sich auf eine Schlüsselentdeckung. Schlüssel. Das Wort würde er nicht unbedacht verwenden. Hoffentlich ist es auf dem Datenmodul, das Ihr Lieutenant Commander gestohlen hat. Cat. Bevor Sie fragen, ich wurde sofort alarmiert, als Sie versucht haben, auf die Inhalte zuzugreifen, wie bei jedem unautorisierten Zugriff. Die Daten sind streng geheim. Ich könnte Sie für eine solche Störung meiner Arbeit in den Knast wandern lassen. Sie könnten gleich mitgehen. Wie bitte? Der Notfallplan Winter ist in Kraft getreten. Sie kennen doch sicher die Strafe für Einmischung in Spartan-Einsätze durch Zivilisten. Ist das eine Drohung, Commander? Soll nur ein Hinweis sein, Ma'am. Na los, Noble Team. Ma'am? Das wär's erstmal, George. Das wär's ja. Mhm. Aber ich glaube, ich werde auch gleich ins Bett gehen. Ich glaube, ein guter Punkt, wo man schon Pause machen kann. Bist du noch da? Nein. Okay, gut. Achso, ja gut. Ich werde wahrscheinlich bei mir noch gleich ein, zwei Downloads anschmeißen und dann schon ins Bett gehen. Ja, ich will halt die Prüfung auch eigentlich relativ beim ersten Mal schaffen. Bericht später, Bravo. 3 und 6 in Position. Es wird langsam ganz schön. Ja, hatte ich. Dann nähern wir uns. Alle Allianzstrukturen melden. Sofortmaßnahmen könnten vonnöten sein. Weil ich da den Prüfungstermin bekommen habe. Wenn Cat eine Mission. Die Prüfung leitet, wird ja einfach. Nö, die wird einfach festgelegt. Ja, die brauchst du aber vielleicht. Aber halt so passend für dich halt. Ich hab halt morgens Zeit. Haut einen Eliten selbst in 2 Kilometer Entfernung um. Und sind teuer. Deswegen bin ich damit eigentlich kein Problem, weil dann hat man gleich eine frühe Prüfung, hat man gleich den ganzen Tag für sich wieder. Oh, und, wir sehen uns. Und man ist halt nicht den ganzen Tag angespannt. Ja, abends können wir auf jeden Fall wieder spielen. Ja. Stell dir mal vor, eine Prüfung. Spätrupp Bravo. Im nächsten Sektor funktioniert keine Elektronik. Die Allianz blockiert die Geräte?